Hallo zusammen. Schauen wir uns noch einmal den Flächeninhalt von zusammengesetzten Figuren an, zusammengesetzte Rechtecke oder auch Quadrate. Wir wollen uns den Flächeninhalt ausrechnen, wir wollen uns den Umfang ausrechnen. Ich habe die Figur skizziert. In der Figur fehlen aber noch einige Längenmaße. Die müssen wir uns als erstes bestimmen. Viele sind schon da. Die erste Überlegung ist die, dass ich mir die Längen ausrechne, die nicht gegeben sind eben. Das wäre dieses Stückerl hier, das kenne ich nicht, wir bezeichnen es mit x. Und das ist dieses Stückerl hier, das kennen wir auch nicht. Ich schreibe es da herüben her, da ist mehr Platz. Das wäre y. Diese beiden Längen müssen wir uns als erstes einmal ausrechnen. Okay, beginnen wir mit der Länge x. X ist gleich. Wir überlegen uns, die gesamte Figur hat eine Länge von 27,9 Meter zum Beispiel. Die Einheit müssen wir uns selber wählen, wenn sie nicht gegeben ist. Nehmen wir hier Meter an. Die gesamte Länge hat 27,9 Meter. Das entspricht dem Stück x plus 3,5 plus 3,5. Also von hier bis hierher sind es 3,5 plus 3,5. Plus x ist die gesamte Länge. Also muss ich von 27,9 3,5 abziehen und noch einmal 3,5 abziehen, dass ich zu x komme. 27,9 minus 3,5 minus 3,5. Oder 27,9 minus 2 mal 3,5 oder minus 7. Ist ja das Gleiche, müssten wir schon erkennen. Ergibt 20,9. 20,9, wir haben Meter gewählt, also nehme ich auch Meter hier als Einheit beim Umfang. Das Stückel y, y ist gleich, ist dieses kleine Stückel hier herum. Das geht ganz genauso wie das x. Wir überlegen uns die gesamte Länge, 22,8. Das wollen wir haben. 7,4 haben wir, 11,9 haben wir. Also müssen wir von der gesamten Länge 11,9 abziehen und 7,4 abziehen. Dann bleibt uns das Stückel y über. 7,4 abgezogen. Ergibt 3,5. 3,5 Meter. Und wir haben x und y, das heißt, wir haben alle Längen rundherum ausgerechnet. Das ist ideal, weil wir können den Umfang schon ausrechnen, indem wir bei irgendeinem Punkt zu starten beginnen, zum Beispiel hier, und in dieser Richtung die Längen addieren. Das heißt, 27,9, 27,9 und dann geht es einfach rundherum. Plus 11,9, plus das Stückel x, das haben wir uns oben ausgerechnet, 20,9, dann geht es nach oben mit 7,4. Und dann kommt 3,5, 3,5 und 3,5. Entweder wir schreiben plus 3,5, plus 3,5, plus 3,5. Oder wir schreiben gleich 3 mal 3,5. Das ist ja das Gleiche. Und das Stückerl nach unten, 22,8. Und wenn wir das summieren, die Summe bilden von allen Längen rundherum,
erhalten wir 101,4 Meter beträgt der Umfang dieser Figur. Fertig. Wir berechnen den Flächeninhalt dieser Figur, müssen sie in Rechtecke teilen. Entweder nach unten oder zur Seite. Das ist ganz egal, es ist der gleiche Aufwand, ob so oder so geteilt. Entstehen drei Rechtecke. Benennen wir sie mit A1, mit A2 und mit A3. Und berechnen wir ihren Flächeninhalt. A1 ist gleich A mal B, logischerweise. A1 ist gleich das untere Rechteck, das größte Rechteck, 27,9 mal 11,9 mal 11,9. A1 ist gleich und das ausgerechnet ergibt 332,01. Einheit, die wir gewählt haben, überall Meter, also hier bei der Fläche Quadratmeter. Zweites Rechteck, das drüber liegt, A2 ist gleich A mal B. Das ist dieses kleinere Rechteck hier. Der Flächeninhalt ist 7,4, das ist das Stückerl. A2 ist gleich 7,4 mal dieser Länge hier. Die muss ich mir ausrechnen, muss ich mir überlegen, das geht aber ganz leicht. Hier sind 3,5 und hier herüber sind noch einmal 3,5. Also ist die Länge oder die eine Seite des Rechtecks 3,5 plus 3,5. Also 7 mal 7. Und wir haben A2 schon ausgerechnet mit 51,8 Quadratmeter. Ja, 7, 3,5 und 3,5 zusammen. A3 ist natürlich normalerweise wieder A mal B. Seite mal Seite. Hier erkennen wir aber schon, wenn wir genau schauen, dass es sich um ein Quadrat handeln wird. Eine Seite 3,5, die andere Seite y, die wir uns ausgerechnet haben, auch 3,5. Also können wir richtigerweise sagen A mal B oder auch, wenn wir wollen, S Quadrat Seite zum Quadrat. Oder wenn wir dann einsetzen, A3 ist gleich 3,5 zum Quadrat. Also egal wie ich es rechne, ob ich es über die Formel vom Rechteck rechne, wenn ich eine Länge und eine Breite gegeben habe, oder wenn ich es über die Formel vom Quadrat rechne, wenn ich weiß, dass es ein Quadrat ist, dann kann ich das s Quadrat nehmen. Also 3,5 zum Quadrat. Ansonsten hätte ich hier herum genommen 3,5 mal 3,5. Ergibt dasselbe. 12,25 Quadratmeter. Ergibt der Flächeninhalt von der dritten Fläche. Und der Gesamtflächeninhalt der Figur ist natürlich wieder A1 plus A2 plus A3, also die Summe aller drei Teilrechtecke oder Quadrate, je nachdem, was wir haben. 396,06 und wir haben Quadratmeter gewählt, also ist das der Flächeninhalt dieser zusammengesetzten Figur.
Eine Teilung in die andere Richtung wäre möglich gewesen, haben wir gesagt, es wäre so nach unten gegangen und so auch nach unten gegangen. Hätten wir auch drei Rechtecke und dreimal den Flächeninhalt zum Berechnen, ginge ganz genauso, der Umfang wäre gleich geblieben. Alles klar soweit?